Hallo. Nachdem ich hier zuletzt viel geschimpft habe und mich reingesteigert habe oder aufgeregt habe über verschiedenste Dinge, das lasse ich jetzt mal liegen, geht es hier heute um was sehr Schönes. Es geht um das Lebenselixier der Demokratie und darum, was dieses Lebenselixier eigentlich ist. Da könnte man jetzt verschiedene Dinge ins Feld führen. Mit meinem Bezugspunkt der attischen Demokratie, der antiken Demokratie, sieht man aber sehr deutlich, was es eigentlich in Wahrheit ist. Sehr gewagte Aussage. Und was es nicht ist. Und was mich sehr zuversichtlich macht, dass das, was ich jetzt gleich erzähle, zutrifft, also die Quelle des Wissens sozusagen ist, dass es wie die Faust aufs Auge passt auf unsere Probleme, die wir heute haben. Also es erklärt sehr gut, warum wir heute Probleme haben in der Politik. Es erklärt sehr gut, warum die antike Demokratie so gut funktioniert hat. Es erklärt aber auch zugleich, warum sie untergegangen ist. Also was das Problem war, an dem sie gescheitert ist. Da gibt es mehrere, aber eins ist für mich besonders zentral. Wahrscheinlich auch nur deswegen, weil es uns Schub gibt, da Dinge anders zu machen. Heute. Und das können wir. Also wir können haben wirklich allen Grund, zuversichtlich zu sein, weil das sind Dinge, die können wir machen, die sind in unserer eigenen Hand, die liegen nicht außerhalb unserer Kontrolle. Gut, also das Lebenselixier von Demokratie, jetzt kommt's. Es sind im Grunde zwei Dinge und die hängen auch noch eng miteinander zusammen. Das eine Lebenselixier der Demokratie ist die sogenannte Bürgerfreundschaft. Hört sich vielleicht ein bisschen dröge an oder hört sich erst vielleicht mal seltsam an. Es bedeutet aber, dass die Bürger untereinander einfach verbunden sind und eine Beziehung haben als Bürger, also jenseits ihrer Privatbeziehungen. Das wurde gestiftet in der antiken Demokratie durch die berühmten kleisthenischen Reformen, wo die in Kontakt gekommen sind. Habe ich woanders schon mal ausführlicher erzählt. Das lasse ich jetzt. Das ist durch Vermischung passiert, indem man halt ausgenutzt hat, dass Menschen einfach connecten, wenn sie zusammen sind. Man hat die zusammengebracht, hat da Verbindungen geschaffen. Das Zweite ist was ich auch schon mal angedeutet habe, das bringen jetzt, wird das jetzt erst sehr stark erforscht. Also wir kommen praktisch nochmal neu drauf und tun mit unseren modernen wissenschaftlichen Methoden das nochmal systematisch gerade erforschen, ist was der Mariano Siegmann und der Dan Ariely in einem TED-Talk eben beschreiben. Das ist, dass in dieser Verbindung, wenn wir Verbindung haben, wir eher unsere Meinung ändern. Also sie machen da so Versuche mit Großgruppen, die sie aufteilen in Kleingruppen, die lassen sie reden und das Ergebnis ist, dass auch bei sehr heiklen Themen dann ungefähr ein Drittel der Leute sich bewegt hat. Das machen die aber in getrennten, autark voneinander getrennt diskutierenden Kleingruppen. Und das ist jetzt aus Sicht von Leuten, die zum Beispiel eben Coaching-Erfahrung haben oder therapeutische Erfahrung haben, nicht groß überraschend, weil die Wirkebene eben auch bei den Meinungsänderungen, die in solchen 1-zu-1-Formaten passieren, das geht auch über die Beziehungsebene. Und es ist jetzt kein großes Rätsel, dass in Kleingruppen eher eine Beziehungsebene entsteht als in Massen. Da entsteht ja keine Beziehung. Wenn wir gemeinsam irgendwas rufen oder wenn wir einer Partei angehören, da entsteht ja keine Beziehung in dem Sinne. Also so Unmittelbarkeit, dass sie uns gegenüber sitzen, dass sie aufeinander wirken und so weiter. Und noch schlimmer, wir schließen uns ja sowohl bei Demonstrationen als auch bei Referenten als auch bei Parteien ja als Gleichmeinende zusammen. Da geht es also gar nicht um Änderungen, da geht es darum, wir schließen uns zusammen und dann besiegen wir die anderen. Das ist aristokratisch, ist die aristokratische Form von Politik. So machen das Aristokraten. Das sieht man auch dann in der antiken Demokratie noch mal viel deutlicher als heute. Oder da kommt man dann zu diesem Begriff. Also wenn ich immer Aristokrat sage, dann denke ich immer antik und nicht in heutigen Begriff von Aristokratie oder in unseren heutigen Vorstellungen. Okay, also das Lebenselixier, wenn man so will, der Demokratie ist Menschen, die ihre Meinung aufgrund einer freundschaftlichen Beziehung ändern. Also es ist viel wichtiger für Demokratie, könnte man noch mal sagen, als dass man eine Meinung haben darf, dass man seine Meinung ändern kann. Und das ist irgendwie noch nicht so ganz bei uns angekommen. Also wir glauben, das ist irgendwie demokratisch, ne, wenn alle irgendwie in diesen öffentlichen Raum hineinschreien, hineinrufen ihre Meinung. Und dann ist wie so eine Abfrage. Also das könnte man ehrlich gesagt gut durch Meinungsumfragen permanent machen. Bräuchten wir überhaupt nicht. Da würden wir dann mit Democracy App, wenn wir das glauben, mit Democracy App oder sowas hinkommen. Ja, wir haben alle einen Button zu Hause, dann drücken wir den und dann wird das so abgefragt. Wenn Demokratie
Wenn so funktionieren würde, also wenn das die Essenz von Demokratie wäre, dann könnten wir wirklich alles auf einer App anstellen. Wir bräuchten auch überhaupt keine Politikerinnen. Alle geben so, ne, drücken einen Button zu Hause zu irgendeiner Frage, mal kurz zwischendrin. Sind auch dann alles, was mir zum Beispiel sehr wichtig ist, dass die ganze Bürgerschaft politisiert wird. Die wird da politisiert, aber sie wird auf eine Weise politisiert, wo kein Austausch ist und wo diese Kleingruppenbeziehung nicht stattfindet. Deswegen sind das, was der Dan Ariely und der Mariano Siegmann gefunden haben, ist wahnsinnig wichtig als Erkenntnis für Demokratie. Ja? Also die bringen das nochmal auf, was in der antiken Demokratie sowohl gut gemacht wurde, als auch was dort schlecht gemacht wurde. Also was sie sowohl ermöglicht, als auch was sie dann am Ende begrenzt hat und zum Scheitern gebracht hat. Ne, also möglich war dieser unglaubliche Zusammenschluss, diese unglaubliche Verbundenheit und die unglaubliche Politisierung der antiken Griechen in Athen durch diese kleisthenischen Reformen. Es ist wirklich der wichtigste Reformschritt gewesen auf dem Weg zur Demokratie. Sehen auch die meisten historischen Forscher so, meines Wissens. Als auch, dass die nicht auf den Trichter gekommen sind, dann die eigentlichen politischen Fragen in Kleingruppen zu diskutieren. Die haben die im Plenum diskutiert. Jetzt haben zwar der sogenannte Rat der 500, das ist aber auch noch sehr groß, hat die zwar vorberaten, aber dann die eigentliche Abstimmung war in der Volksversammlung und da sind dann nochmal die sogenannten Rhetoren aufgetreten. Und die detaillierteste Analyse, das deta die detaillier das de detaillierteste Analyse des Scheiterns der attischen Demokratie, die wir haben, das ist von einem der ersten abendländischen Geschichtsschreiber, das ist der Thukydides, also nach Herodot, der noch davor war, kommt Thukydides. Und auch wenn, also wenn man Geschichtsschreibung der Geschichtsschreibung macht oder Theorie der Geschichtsschreibung, dann finden viele Leute, die sich so auseinandersetzen, dass bei Thukydides nochmal was passiert. Also dass sich noch ein bisschen von dieser mythologisierenden Art des Erzählens bei Herodot trennt und dann eben in sowas, was wir heute Geschichtsschreibung nennen, überhaupt zubewegt. Hat viele, also es ist noch nicht Geschichtsschreibung mit dem Anspruch von heute. Der Thukydides war selber an diesem Krieg beteiligt zum Beispiel und hat dann nach dem Krieg das niedergeschrieben. Er war selber ein Feldherr, ein Strategos, sogar ein ganz besonders schlechter in diesem Krieg für Athen. Aber die Art und Weise seiner Auseinandersetzung geht schon Richtung historischen Standards von heute, also in die Richtung. Erfüllt die nicht, aber bewegt sich in die Richtung. Also, der hat das analysiert und ich breche das mal runter. Es ist deutlich komplexer natürlich, aber ich breche es mal runter. Was ist der Punkt? Also, was uns der Thukydides spiegelt, ist, dass wenn du die Demokratie so machst, wie es die antiken Griechen gemacht haben und mit Verlaub, wie es wir auch wieder heute machen, ja, also genau der Punkt ist eben nicht unterschiedlich, sondern den machen wir gleich falsch gerade. Dann sind wir abhängig von großen versöhnenden Führergestalten. Rhetoren waren das, ne? Also die Analyse vom Thukydides sagt auch, wenn so eine Perikles-Gestalt, ja, das Perikles hat ganz lange diese athenische Demokratie dominiert oder wie man eigentlich genauer sagen muss, wenn man institutionell hinschaut, ließ sich vom Demos führen. Also er war praktisch der sozusagen wie Bundeskanzler oder so, der sich aber in einer funktionierenden Demokratie an den Volkswillen gehalten hat und den exekutiv umgesetzt hat. Da hatte er ein sehr deutliches Gespür für die Bürger und deswegen war der auch so lange im Amt. Also alle vorher, alle nachher waren nicht so lange im Amt und das konnte der halt einfach gut. Das hat der gut gemacht. Und Thukydides Analyse ist, wenn diese Gestalten ausfallen, ja, dann ist die Demokratie am Arsch. Dann fängt an der Demos selbstschädigende Entscheidungen zu treffen, mit denen er dann sich selber vernichtet oder Demokratie vernichtet und alle ins Unheil führt. Das ist Thukydides Analyse in kurz. Und da er davon ausgeht, dass solche Führergestalten eben nicht herstellbar sind, nicht züchtbar sind, sondern dass es Zufall ist, ob die gerade zur Verfügung stehen oder nicht, ist dann auch seine Analyse hochgradig pessimistisch. Also Thukydides ist mit der pessimistischste politische Analytiker, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Der sagt nämlich, der hat eine Verfallstheorie, eine notwendige Verfallstheorie, eine naturale Theorie, der sagt, Bürgerkrieg wird immer wieder kommen.
Ja, und ist, also das Beste, was einem passieren kann, ist, dass es eine Zeit lang so ein Perikles gibt und der hält das eine Zeit lang auf und dann geht diese Verfalls notwendig weiter und das passiert immer. Also die Menschen zerstreiten sich und dann tun sie sich schreckliche Dinge an. Ja? Und Pessimisten glauben das auch noch heute. Also selbst wenn sie Thukydides nicht kennen. Gerade Leute, die gerade Schlimmes erlebt haben, der Thukydides hatte Schlimmes erlebt, dieser Peloponnesische Krieg war furchtbar, also sie haben sich gemetzelt. Auf die grausamste Art, die waren auch geschockt von ihrer eigenen Gewalttätigkeit, obwohl die nicht sehr zimperlich waren, ja, aber da ging es echt zur Sache, die ganze Städte wurden ausradiert, ja, das hat so Dimensionen, wie wir manchmal glauben, dass die einmalig waren in, keine Ahnung, irgendwelchen Kriegen in der Neuzeit, aber das war furchtbar und dass die geschockt sind, das kriegt man auch noch aus den Texten raus, also die waren nicht so, oh ja, wir haben ja nur ist Business as usual, die waren geschockt, das war für die Zivilisationsverfall. Und auf diesen Zivilisationsverfall antworten eben dann verschiedene Autoren verschieden. Thukydides macht eine Verfallstheorie. Platon macht genau das Gegenteil. Der teilt aber eine Analyse vom Thukydides, weil der reagiert darauf so, dass er sagt, jetzt züchten wir diese guten Führer. Ja, also das ist der Sinn, eigentlich politische Sinn der Philosophie ist, solche guten Führer zu züchten. Also er geht das Gegenteil, sagt, der versucht einen Optimismus aufzubauen, im Sinne, wir können was machen und was wir machen können, ist Pädagogik. Ja, gute Erziehung, an der hat es gemangelt. Das glaubt der Platon, ja. Das glauben auch noch heute viele, dass das so ist. Okay, also das ist Teil der Analyse vom Thukydides und vom Platon. Wir brauchen gute Führer. Jetzt, heutzutage gibt es viele Gründe daran zu zweifeln. Nehmen wir an Barack Obama. Ja, egal, was wir jetzt inhaltlich von ihm halten und so, aber also auf der Ebene, das ist so eine Perikles-Gestalt. Ne? Das ist so ein Versöhner und da wollte er das auch, der ist ja nicht sehr weit mitgekommen, weil er institutionell schon gegen das, was da zwischen Kongress und Senat abgegangen ist, dem war ja permanent die Hände gebunden. Ja? Und selbst wenn nicht, ja, man muss mal sehen, was Leute tun müssen, um überhaupt in diese Position zu kommen. Ja, der mächtigste Mann der Welt. Das klingt so toll. Aber es ist ein klassisches Aristokratenspiel. Also der Barack Obama, nicht von seinem Mindset, sondern von der Art und Weise, wie er da hinkommt, ist ein Aristokrat natürlich. Das ist das, du musst Allianzen bilden, du musst dich mit mächtigen Menschen verbünden, sonst kommst du da gar nicht dahin. Ja? Deswegen gibt es ja auch immer diese Dynastien dann in Amerika. Und natürlich gibt es die unter der Hand hier auch, nicht in der gleichen Sichtbarkeit, in der gleichen Form. Aber das ist halt das Aristokratenspiel. Ja? Also du bringst Allianzen, Wahlkämpfe, du gegen ich, dieses Tauziehen und so weiter. Ne? Und wenn es dann mal jemand nach oben spült, der so eher ein Versöhner ist, der eher die Einheit will, als dieses Spalterspiel zu spielen, um sich an der Macht zu halten, das machen typischerweise Tyrannen, auch in der Antike. In der heutigen Zeit, bei dieser Fraktionierung, die wir in der Bürgerschaft haben, das ist eine totale Überforderung. Ja, das mag in einer ganz kleinen Gruppe gehen. Ja, ich habe auch ja jetzt zuletzt oft verlinkt dieses Franz de Waal-Zeug, ne, mit dem Alpha-Männchen und was ein Alpha-Männchen in Wirklichkeit ist. Also man kann sagen, also wenn du ein Alpha-Männchen sein willst, musst du drei Dinge tun. Das kann man relativ klar sagen aus der Franz de Waal-Forschung. Erstens, du musst stark sein und Stärke demonstrieren. Das ist ganz wichtig. Grüße. Mit Kermit die Größe, ja, und da gehe ich so. Bum, 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 bum. Ja, alle können sehen, ich bin der Alpha. Ja, ich bin macht. Das muss man tun als Alpha. Ja, sonst, also du musst körperlich das darstellen. Das kann man in Politiker-Körpersprache, sieht man das die ganze Zeit, oder bei CEO-Körpersprache. Also Leute, die das machen, das funktioniert gut. Leute, die es nicht machen, haben übrigens großes Problem. Ich habe permanent Leute im Coaching, die wahnsinnige Führungskräfte sind, unglaublich gut, aber die kein Dominanzverhalten zeigen. Die kommen mit Problemen zu mir. Ist ganz interessant, ja, weil ich finde, mit dieser Dominanz, mir geht es damit nicht gut. Ich kann aber beobachten, dass die Leute nicht funktionieren in den Organisationen, wie sie haben. Also, sie sind super Leute, also bereit, wahnsinnig viel zu geben, wahnsinnig ethisch, wahnsinnig zugewandt, wahnsinnig empathisch, wahnsinnig kompetent, sachkompetent, tief drin, denken unglaublich unternehmerisch, aber wenn die kein Dominanzverhalten haben, ja, dann gibt es Probleme. Ja, okay, also, das ist das eine. Be strong, show it, be strong. Zweite ist, be impartial. Ja, sei unparteiisch und schlichte Streit. Stifte keinen Krieg, schlichte vorhandenen Streit. Das machen in Affengruppen Alphas. Alphas gehen dazwischen und lösen Streit. Aber wenn Streit in der Gruppe auskommt, kommen die und schlichten Streit und nehmen häufig Partei für den Schwächeren. Ja?
Kraft ihrer bum, 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 bum. Und das tun sie sogar dann, wenn auf der anderen Seite ein guter Freund ist. Ja? Und da sagt der Franz de Waal, diese Beziehung ist ihnen normalerweise wahnsinnig wichtig. Also sie haben Freunde, die sind engstens befreundet, aber wenn es zum Streit kommt, dann sind diese Alphas unparteiisch und gehen dazwischen und schlichten Streit. Und dann ist dann so zum Beispiel in den Affengruppen, wenn der ausfällt, wenn er mal weg ist, dann zerstreitet die Gruppe total. Wenn er zurückkommt, dann gibt es wieder Frieden. Also richtige Friedensstifter sind diese wirklichen Alphas. Nicht wie wir die uns vorstellen, sondern wie die in Affengruppen wirklich sind. Und das Dritte, das ist ja total bewegend, er sagt, der Franz de Waal sagt, der Alpha ist der Cheftröster der Gruppe. Ja? Also wenn man rein statistisch guckt, die machen so Trostfeinde, die nehmen sich in den Arm oder gehen zu jemandem hin, der gerade verletzt ist oder der bei einem Streit den Kürzeren gezogen hat, dann gehen die hin und trösten und wer am meisten tröstet, ist der Alpha. Die sind also hochempathisch, Chefempathen sind das. So läuft es in kleinen Gruppen. Und jetzt kann man mal fragen, warum läuft das in Großgruppen anders, also in menschlichen Großgruppen? Es sind zu viele. Das ist eine Überforderung dieses guten Königtums, ja. Der wird zerrieben, so wie der Berg Obama hat es zerrieben zwischen den verschiedenen Fronten. Jeden guten König zerreibt es heute. Dafür sind unsere Gesellschaften zu groß und zu in sich differenziert, um noch das gute Königmodell, dass das noch funktionieren könnte. Das ist niemandes Schuld, nicht, kann nicht der große Wahnsinnsrhetor, der wohlmeinende gute König kommen und uns alle versöhnen. Das kann keiner mehr heute. Ja, der Beste kann es nicht. Und im antiken Athen ging das auch schon nicht mehr. Ja. Also Thukydides' Analyse ist so ein bisschen, könnte man rückblickend nochmal in Frage stellen aus heutiger Perspektive mit heutigen Mitteln, die wir auch haben. Weil wir sind auf eine Idee gekommen, auf die die Griechen eben nicht gekommen sind, auf eine Institution. Wenn wir heute geloste Bürgerversammlungen machen, dann machen wir genau das, was der Mariano Siegmann und was der Dan Ariely durch ihre Forschung herausgefunden haben, was man tun sollte. Nämlich, tut die Leute in zufällig ausgeloste Kleingruppen unterteilen. Und lässt die unabhängig voneinander beraten. Und dann passiert was, ich hasse ja diesen Begriff Schwarmdumm, ja. Ich glaube, dass für den Begriff Schwarmdumm sich Leute begeistern, die dieses platonische Dünkel haben, die Masse ist dumm, die fühlen sich nochmal bestätigt, ja. Ist vielleicht anders gemeint von dem Schöpfer dieses Begriffs, aber die Wirkung ist leider die, weil sie in einer Kultur geäußert wird, die sowieso das Vorurteil hat, dass die Bürger dumm seien und dass die Masse dumm sind. Da hat eben Platon ganze Arbeit geleistet. Das ist hängen geblieben bei uns. Ja, wir haben ein antidemokratisches Vorurteil über die Jahrtausende tradiert, weil der Platon so traumatisiert war vom Untergang Athens und was da alles passiert ist und was danach passiert ist und was währenddessen passiert ist, dass er da ein Wahnsinnsvorurteil institutionalisiert und weitergegeben hat. Und wenn jetzt heute jemand mit dem Begriff Schwarmdumm kommt, dann greift er in dieses Vorurteil, das wird abgerufen, ja, aus dem kulturellen Gedächtnis. Und dass man das auch besser machen kann, dass wir alle viel schlauer sind, als Platon gemeint hat, ja, dass Menschen auch kollektiv sich ganz anders zusammenschließen können, hat dann keine Chance mehr in einer Atmosphäre, wo dieses Vorurteil herrscht. Also grundsätzlich muss man erstmal glauben können, dass Menschen schlauer sind, als wir glauben. Dass sie vernünftiger sind, als wir glauben. Dass sie empathischer sind, als wir glauben. Nur, dass wir das Setting ändern müssen, um das auch zu erleben. Das machen zum Beispiel der Mariano Siegmann und der Dan Ariely. Das machen geloste Bürgerversammlungen in allen vielen. Es gibt ja viele Varianten. In allen Varianten, die es gibt, machen das. Ja? Und sie lösen damit was aus, indem sie diese Kleingruppen bilden und dort die eigentliche politische Auseinandersetzung stattfinden lassen. Machen sie auch die Leute frei von diesen Gruppendruckeffekten, dass man sich hinter einem Führer sammelt und dann gar nichts mehr anderes, weil man sich ja schon gesammelt hat in einer Partei, gar nichts mehr anders denken kann, als eben was diese Partei denkt. Dieses automatische Gleichschaltung, die bei uns Menschen passiert, wenn wir uns in so Parteien zusammenschließen. Man wird so narrow-minded, künstlich, nicht weil wir Menschen narrow-minded sind, sondern wenn du es in bestimmten Institutionen prozessiert, dann werden wir narrow-minded. Was passiert dann nicht mehr? Wir ändern unsere Meinung nicht mehr. Wer jetzt noch den Anfang dieses kleinen Talks im Hinterkopf hat, ist sich jetzt klar, dass wir ein Problem haben. Weil Demokratie davon lebt, dass Menschen ihre Meinung ändern. Und das tun wir eher in kleinen Gruppen. In kleinen Gruppen unter Gleichen, ja, unter Gleichgestellten. Ja, nicht unter Rädelsführern und so, weil da kommt die Hierarchie ins Spiel, da kommt die Konkurrenz in der Gruppe ins Spiel, sondern unter Gleichen. Und diese Gleichheit stellen halt politische Prozesse, demokratische Prozesse her. Und dann können Leute die Meinung ändern. Weil ich von gleich zu gleich mir mit Leuten begegne in der Gruppe. Und dann kann ich Empathie entwickeln und auf der Grundlage dieser Empathie können sich Meinungen ändern. Das ist ganz handfest. Das ist nicht so, ich mache es in sehr abstrakten Begriffen, vielleicht ist das ein Fehler. Ich denke halt so, weil ich kaum anders kann, ich bin da verdorben. Aber man kann das auch sich einfach mal vorstellen. Was heißt das denn? Das heißt einfach, ich komme zum Beispiel
was weiß ich, wir sind eine geloste Bürgerversammlung und wir beraten über die Sozialgesetzgebung, die Änderung von SGB II, SGB III. Ja, wird ja immer wieder diskutiert. Und da sitzt dann halt mal ein Harzler und der erzählt mir mal seine Geschichte. Ja, oder ich kann das spüren, das bedeutet, was im Alltag ist. Und da gibt es jetzt keine kleine Chance, dass das was mit mir macht und was verändert. In meinem politischen Meinen. Politischen Meinen dann im Sinne von, was ich glaube, was gute Gesetze sind. Ja, was Gesetze sind, die gute Auswirkungen. Das ist eine Feedbackschleife, da wird was eingespeist ins System und zwar auf eine empathische, bürgerfreundschaftliche Weise. Nicht alle wird das passieren, aber das reicht aus. Diese Änderungen, die passieren, reichen aus, um bessere Politik zu kriegen, als wir derzeit haben. Und diese Wirkebene, dass das willst, was mit mir macht, da scheinen wir irgendwie Angst vor zu haben. Obwohl das das Klügste ist, was man machen kann. Ja? Also momentan haben wir ein politisches System gebaut, wo wir uns vor Meinungsänderung schützen. Und das finden wir auch noch gut, ja? Dass wir unsere Müllmeinung, unsere unterinformierte Meinung ins System kippen und dann wird die irgendwie umgesetzt in Form eines Referendums, in der Form von Wahlen, in der Form von Meinungsbefragungen. Ja? Kippen wir die mal in den politischen Raum und dann so. Und das glauben wir ist gut. Aber wir sind noch haben häufig keine Ahnung. Wir wissen nicht, was das wirklich auslöst. Und das ist was, was viele nicht auf dem Schirm haben. Weil entweder interessiert es uns nicht genug, ja, weil wir zum Beispiel selber nicht betroffen sind, oder wenn es uns als Politiker zu interessieren hat, denken wir hätten es immer schon geschnallt, wir hätten Ahnung. Und wir können unsere eigene Unterinformiertheit gar nicht sehen. Also das trifft, wird dann von diesem platonischen, die beste Haltung, ich weiß, dass ich nichts weiß, wird dann getroffen. Also Platon sagt ja, das Schlimmste, was sein kann, ist nicht, dass du was nicht weißt, sondern das Schlimmste ist, dass du glaubst, du weißt Bescheid, hast aber eigentlich keine Ahnung. Na, wie erleben wir unsere Politiker die ganze Zeit? Als Leute, die glauben, die haben Ahnung. Und wir denken, wenn wir selber betroffen sind vom Thema, ihr habt keine Ahnung, Leute. Ja, wir wisst nicht mal, dass ihr keine Ahnung habt. Und deswegen können die auch völlig wohlmeinend sein, aber die wissen nicht, was sie anrichten, weil diese Feedbackschleife nicht ins Spiel kommt. Und die Feedbackschleife kommt auch nicht ins Spiel, wenn man Bürgerdialoge macht, Politiker, Bürger. Da passiert nichts. Das ist die hierarchische Kommunikation immer noch. Die ist blockiert. Wer sich überzeugen kann voneinander, das sind eher die Bürger untereinander, dann haben die einen gemeinsamen Willen und mit dem müssen sich dann Politiker auseinandersetzen. Mit dem aggregierten Bürgerwillen. Den muss sich aber erstmal bilden und damit er sich bilden kann, müssen sich Bürger selber treffen in Zufallsauswahlen und dann nochmal innerhalb der Zufallsauswahlen in kleinen, zufällig gelosten Kleingruppen, die parallel zueinander das gleiche Thema diskutieren. Das gibt da eine gewisse Kontrolle. Weil wenn dann wirklich mal in einer Gruppe der Hardcore-Rhetor und der Hardcore-Psychopath sitzt, das wird ausgeglichen durch die anderen Gruppen, weil da sitzt der nicht. Und so häufig sind die Gott sei Dank nicht. Ne? Also dass die dann das politische System, also das ist auch eine Immunisierung gegen Extremmeinungen und Psychopathen in der Politik, wenn man das in kleinen Gruppen aufspaltet. Ja? Man nimmt dann diesen charismatischen Vielredner-Leuten, nimmt man die Macht. Ja, das ist eine Entmächtigung von unguten Dingen und man macht sich unabhängig davon, dass es auch diese guten Rhetoren gibt, ja, woran eben teilweise laut Thukydides auch die antike Demokratie gescheitert ist. Als Perikles dann von der Pest, sagt, hat man früher gesagt, also von irgendeiner Krankheit, wir wissen nicht mehr genau, was war, hingerafft wurde, haben die Athener den Krieg verloren, ja, weil dann ist das Gleichgewicht verloren gegangen, das der die ganze Zeit hergestellt hat. Der Perikles war übrigens auch ein Aristokrat. Der kam aus einer großen Aristokratenfamilie. Alle Politiker kommen aus Aristokratenfamilien im antiken Athen. Und man kann eben auch heute fragen, ob selbst wenn dann wenige den Aufstieg schaffen, einer der von zwei Leuten in unserem derzeitigen Kabinett, die kein Abitur haben, ist der Seehofer. Ich weiß nicht, wie viele Minister wir momentan haben. Es sind viele, aber nur zwei haben kein Abitur. Ja, die haben diesen Aufstieg geschafft über die Politik. Ja, und dann werden wir aber aristokratisiert, weil wir müssen uns ja die ganze Zeit mit Aristokraten rumschlagen. Also selbst wenn wir als Kleinbürger oder als Proletarier oder als Prekarier oder was auch immer, also als Leute, die nicht in Bildung und in Reichtum hineingeboren wurden, in die Politik gehen, müssen wir uns die ganze Zeit mit Leuten auseinandersetzen, die es sind. Und natürlich färbt das ab. Ja? Also wir werden aristokratisiert. Am Ende haben wir in der Politik, so wie wir sie machen, sind nur Aristokraten. Ja? Und die haben natürlich nicht so viel Ahnung. Ja, was bestimmte Dinge im Demos, im Volk, bei den Bürgern auslösen, die sie machen. Das können sie auch gar nicht, kann man ihnen nicht vorwerfen, aber man kann die Institutionen schlauer bauen, sodass sie Ahnung bekommen, dass auch Politiker wohlinformierte Entscheidungen treffen. Aber sie treffen wohlinformierte Entscheidungen, weil sie abhängig gemacht werden von Bürgern in einer Form, wo die Bürger selber wohlinformiert sind. Und das Spiel, was wir derzeit spielen, ist, ja, die Bürger sind ja schlecht informiert, ja, die haben ja keine Ahnung voneinander, von Sachfragen, dann müssen wir die so ein bisschen fernhalten von der Politik. Dann müssen wir eine Expertin
Lass das mal die Profis machen, Politexperten, halten wir für besser. Ist aber genauso bekloppt, beides ist bekloppt. Es ist bekloppt, uninformierte Bürger entscheiden zu lassen, ja, in Referenten. Es ist genauso bekloppt, uninformierte Politiker entscheiden zu lassen. Was schlau ist, ist, die Bürger untereinander sich überzeugen zu lassen, gegenseitig voneinander. Und dann diesen Bürgerwillen, dem wirklich Druck und Schmackes und Macht zu geben und Bürger zu koppeln an diesen Bürgerwillen, dass sie den nicht ignorieren können, sondern dass sie sich weitestgehend an ihn halten können. Ich bin ja ein Fan davon, dass solche gelosten Bürgerversammlungen auch Politiker entlassen können. Das halte ich für unglaublich eine gute Idee und unglaublich smart und überhaupt gar nicht schlimm, sondern das führt, dass diese Kopplungen, die sonst da sind, von Parteisolidarität, von Gruppendruck, dem Politiker die ganze Zeit ausgesetzt sind, von Wiederwahl sorgen, dass sie da freigemacht werden. Und das ist gut für uns alle. Für uns alle ist das gut. Ja? Richtig gute Reformen sind ja nicht, dass sie jemanden schlechter stellen, ja, der dann dagegen ist, sondern die alle besser stellen. Und solche Reformen gibt es. Mag es nicht glauben. Und das ist eine davon. Ja? Ja, also wir wählen vielleicht Politiker ins Amt. Ich bin ja für die Direktwahl ins Amt, also für Ministerposten. Das nur da, ne? Volksabstimmung. Wer wird Innenminister? Wer wird, keine Ahnung was, Bildungsminister und so. Und dann können aber geloste Bürgerversammlungen können den abberufen. Und dann, wenn ein abberufen wird, wird eben eine Wahl gemacht, wer wird der Neue. Ja, also das halte ich für schlau. Und neben diesem, dass so Psychopathen und Vielredner und sehr dominierende Gestalten durch diese kleinen Gruppen, wie soll man sagen, ihre überbordende Macht genommen wird und auch diese dann so Kämpfe reinbringen in die Bürgerschaft, passiert ja schon, und das haben eben der Mariano Siegmann und der Dan Ariely nachgewiesen, werden auch schon in den kleinen Gruppen Extremmeinungen eben isoliert. Die haben gar nicht so viel Chance. Also intuitiv machen wir das, als wenn wir in kleinen Gruppen diskutieren und uns austauschen, dass wir Extremmeinungen nicht so viel Gehör schenken. Ja, ohne Vorgabe, ohne dass uns das jemand erzählt, da laufen irgendwelche weiter zu erforschenden psychologischen, beziehungsdynamischen, biologischen Prozesse zwischen uns ab, die schon dafür sorgen, dass selbst die einzelnen Kleingruppen schon gemildert sind. Das ist ein zivilisierender, sich selbst zivilisierender Vorgang, diese gelosten Kleingruppen. Das hatten die Griechen nicht und sie hatten noch ein paar andere Dinge nicht und daran ist die antike Demokratie gescheitert. Ja, die sind untergegangen, die sind da nicht draufgekommen und sowas kann wirklich mal fatal sein. Also wie wir unsere politischen Institutionen bauen, ist die wichtigste Frage unserer Zeit. Die ist viel wichtiger als die politischen Einzelfragen. Warum? Weil wir die politischen Einzelfragen besser oder schlechter entscheiden können, im besseren oder schlechteren Modus. Es gibt eben nicht nur Schwarm-Dumm, es gibt auch Schwarm-Klug. Und ob Schwarm-Dumm oder Schwarm-Klug zum Zug kommt, hat mit dem Institutionendesign zu tun. Wie gut sind diese politischen Institutionen und Verfahren gebaut? Mit nichts anderem. Die Menschen sind, wie sie sind. Ja? Wir sind alle, wie wir sind. Wir haben verständige Seiten und wir haben von unserer Biologie, von unserer Herkunft kommende Reflexe, die uns daran hindern, gute Politik miteinander zu machen. Und damit kann man aber umgehen. Das ist ja die Fähigkeit des Menschen, dass er mit sich selber umgehen kann, dass er das sehen kann, wer er ist, erkenne dich selbst und daraus dann Schlüsse zieht, die man institutionell dann wieder umsetzt. Ja, also wo man einfach lernt, wenn wir das so machen, dann kommt nichts Gutes daraus, dann lass es uns doch anders machen. Und Menschen können sich klug zusammenschließen. Das haben der Mariano Siegmann und der Dan Ariely gezeigt. Das geht. Sie haben auch gezeigt, uns Hinweise geben, wie das geht. Alle, die irgendwie Erfahrung haben in der unmittelbaren Arbeit mit Menschen, werden diese Findings nicht groß überraschen. Ja, also Leute, die im Coaching machen oder Gruppen moderieren oder mediieren, die täglich da in der Beziehungsfront stehen und das erleben, wie Menschen wirklich in Konflikten sind und was da funktioniert und was nicht. Wenn die das lesen und hören, die überrascht das nicht, was da gefunden ist, weil das erleben die ganze Zeit. Nur jetzt reden wir über Großgesellschaften und wie wir es da hinkriegen. Und da brauchst du eben diese Samples, diese gelosten Samples aus der Bevölkerung. Ja, du bildest eine Gruppe, 250 zum Beispiel, teilst die auf Untergruppen, A25 zum Beispiel, ne, hast du 10. 10 mal 25 Gruppen und die teilst dann nochmal auf Gruppen auf 5 und lässt die diskutieren. Ja? Lässt die Frage diskutieren. An getrennten Orten teilweise, ne, dass die sich nicht gegenseitig beeinflussen. Du schottest sie während dem Prozess von medialen Einflüssen ab, soweit das geht, und lässt diese Beziehung entstehen, diese Bürgerfreundschaft quer über Milieugrenzen, Meinungsgrenzen, Altersgrenzen, Geschlechtsgrenzen, Berufsgrenzen, Geldgrenzen, was auch immer, überall diese Grenzen hinweg.
Und da entsteht dann eben wirkliches, im strengen Sinne des Wortes, politisches Meinen. Weil was sie momentan alle einkippen ins politische System, ist unser privates Meinen. Privates Meinen ist beraubt. Der Begriff hinter privatus, Latein, man ist beraubt. Wessen ist man denn beraubt? Was fehlt denn im Privaten? Es fehlt diese Möglichkeit, Austausch zu haben. Es fehlt dieser Zugang zum politischen Raum. Es fehlt dieses, dass ich die Bürgerschaft spüren kann, und es fehlt die Bürgerfreundschaft. Also praktisch, es ist einfach, private Politik ist feindselige Politik, schon vom Begriff her. Ja. Das haben die Griechen gewusst. Da waren sie uns wirklich voraus, das wussten die, wussten, es gibt einen politischen Raum, der funktioniert nach anderen Gesetzen. Die haben nicht das Private ins Politische getragen. Und daran sollten wir uns wirklich orientieren. Aber was wir besser machen sollten, ist die kleinen Gruppen. Und da sind wir schon dabei. Wir haben die Formate ja schon längst. Wir müssen ihnen jetzt halt Power geben. Wir müssen sie antesten, ob sie wirklich so toll sind, wie manche sagen, darunter zum Beispiel ich, und ob sie das Versprechen halten. Ja, das muss man testen. Und mit allem, was ich mittlerweile weiß, aus der antiken Demokratie, aus der unmittelbaren Arbeit mit Menschen, aus eigener politischer Erfahrung früher in dem System, was wir jetzt gerade haben, weiß ich, das funktioniert. Also ich bin da, für mich ist das bereits Wissen, für die anderen ist natürlich mein Meinen nur Meinen. Ja, und am Ende ist das eben privates Meinen. Ja, ich habe bestimmte Verbindungen, aber ja, andere machen andere Erfahrungen in ihrem Alltag, und dann können die das nicht glauben, dass das so ist, dass Menschen so hochvernünftig sein können, wenn man das Setting schafft, in dem sie hochvernünftig sein können miteinander und empathisch. In dem wirkliche, das entsteht, Bürgerfreundschaft, wo Leute reingehen und sagen, ich kam als ich und ich ging als wir. Ja, dass das möglich ist. Und zwar bei hochkontroversen Fragen. Ja? Und nochmal, wann würdet ihr denn eure Meinung ändern? Würdet ihr eure Meinung ändern, wenn ihr unter Beschuss geratet, wenn man auf euch einprügelt und sagt, so, das ist richtig und da, 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 da. Nein, machen wir nicht. Wir brauchen dieses Gefühl, der andere meint es gut mit uns. Ja. Es ist eher der gegenteilige Effekt. Auch, ne, im Coaching nutzt man das zum Beispiel durch solche sogenannten paradoxen Interventionen, oder die ganze provokative Schule nutzt das Mechanismus. Ne? Also Ursprungsform ist Milton Erickson, ja, also so einer der ersten. Da gibt es dieses Bild. Ja, mal ist es die junge Kuh, mal ist es der Esel. Also der Esel soll in den Stall. Ja. Und dann geht der Mythos, dass der kleine Milton Erickson, der ist auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ja, und die haben so, ne, und so eine junge Bulle oder junge Kuh, die haben sehr viel Kraft. Oder auch ein Esel, wenn es ein Esel war, hat sehr viel Kraft. Und dann zieht vorne jemand einen Strick und will den in den Stall ziehen. Ja, und der stemmt sich dagegen. Ja, und es ist ein Kampf und es geht keinen Schritt weiter. Ja, so. Und dann ist der Junge mit den Erickson hinten und hat den kurz am Schwanz gezogen. Jetzt gab es Druck von vorne und Druck von hinten. Wohin ist der Esel gegangen? Der ist ja auch nicht blöd. Ist renitent geblieben, aber renitent gegen den kleineren Druck. Dann ist er brav in den Stall marschiert. Ja. Das ist das Wirkprinzip von paradoxen Interventionen und das Wirkprinzip der ganzen provokativen Schule. Ja, also dass wir Menschen, wenn man auf uns einquasselt und einredet und uns zu irgendwas kriegen will, genau das Gegenteil tun. Und umso mehr man auf uns Druck macht, umso mehr sind wir dagegen. Ja, das kann man heute wissen. Ja, das kann man wissen. Es gibt Forschung dazu, es gibt Erfahrungen dazu. Man kann sie auch politisch halt würdigen oder nicht. Ne? Also wenn ich das mache, zum Beispiel jetzt hier, dann sage ich so Dinge, ja, Leute, unser System ist klasse. Ja. Auch dieser ganze Streit, den wir miteinander haben, das ist hochproduktiv, das ist das Kennzeichen einer lebendigen Demokratie, und die Entscheidungen, die wir damit treffen, die sind ja optimal. Ja, mach das jetzt mal alles nicht so schlecht, ja. Und ja, der Klimawandel, ja, der Klimawandel, der hält sich an unser Entscheidungstempo. Wenn wir bereit für ihn sind mit unseren Prozessen, dann kommt der, ja. Und auch so Fragen, ne? Also was uns auf uns zurollt, so die Rentensache, ja, das werden wir alles gut hinkriegen. Vertraut einfach mal den Politikern, die wissen schon, was sie machen. Und in diesen Institutionen, wie wir die miteinander tun, mit diesem Streit der Parteien, dann da sehen wir doch, ne? Kommt ja auch immer mal eine Reform, und die ist ganz, ganz, ganz toll, und das ist super. Ne? Also vertraut denen doch einfach mal. Ja? Und vertraut vielleicht nicht mal denen, vertraut diesen Prozess, ne? Dass sich in diesem Streit der Meinungen zwischen Parteien, da werden gute Kompromisse gefunden. Vielleicht jetzt nicht die bestmöglichen, die man sich im Kopf ausdenkt, aber es ist halt die beste Staatsform, die man so machen kann, wie wir das gerade machen. Und was Besseres gibt es halt nicht. Ne? Fändet euch auch halt mal ein bisschen ab, seid nicht so anspruchsvoll. Ne? Erwartet nicht, dass Probleme wirklich gelöst werden. Das ist ein bisschen viel verlangt von dem politischen System, weil das geht halt nicht. Ne? Ja? Oder wollt ihr etwa den bösen Tyrannen? Das ist ja noch schlimmer. Ja, das stimmt ja auch, ne? Ist viel schlimmer als das, was wir gerade haben.
Gut, also da kann man auch ewig drauf rumreiten. Und wenn man jetzt provokativ arbeitet, macht man das in extenso. Ja, also dann macht man es, dass es wirklich wehtut. Das ist jetzt Schmalspur-Softie-Variante gerade. Ne? Man lobt das in den grünen Klee, was nicht funktioniert. Ja? Und was passiert dann, wenn man das lang genug durchhält? Irgendwann denkt sich der Letzte, halt die Klappe. Ja? Halt die Klappe. Das ist falsch, das ist falsch. Und dann kommt es raus. Deswegen heißt die provokative Methode heißt provokativ nicht deswegen, weil sie jemandem wehtun will, sondern weil sie es zum Vorschein bringt. Weil sie die schwächere Seite, die auch da ist, das, was man runtergedrückt hat, rauskommen kann und Raum bekommt. Das ist auch praktisch eine Art, dem unterrepräsentierten Raum zu verschaffen. Und oft ist dieses Unterrepräsentierte sehr heilsam. Ja, es ist halt gewohnheitsmäßig unterdrückt worden. Und aber damit es halt ein Gleichgewicht gibt, muss die zum Ding kommen. Also, unser System funktioniert nicht, weil wir uns in Parteien zusammenschließen. In Parteien ändern wir unsere Meinung nicht. In Parteien entsteht keine Verbundenheit zwischen uns, nicht über die Parteigrenzen hinweg. Und das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig generell für Konfliktlösung, ist aber eben auch sehr wichtig für das Lebenselixier der Demokratie, dass wir unsere Meinungen gelegentlich ändern. Und das tun wir nur in gelosten Kleingruppen auf der politischen Ebene. Auf der anderen Ebene tun wir das nicht. Ja. Und wer schon mal versucht hat, Leute im Internet von irgendwas zu überzeugen, wo die nicht sowieso schon aufgeschlossen waren von sich aus, der weiß, wovon ich rede, dass das nicht gilt. Ja. Wer schon mal versucht hat, jemanden, der wirklich in einer anderen Partei ist und da auch Sichtbarkeit hat und was zu verlieren hat, nämlich seine Parteifreunde, ja, oder seine Position in der Partei, wenn er mir zustimmt. Wer schon mal versucht hat, so jemanden von irgendwas zu überzeugen, das kann das Vernünftigste der Welt gewesen sein. Der weiß, wovon ich hier rede. Der weiß, welches Problem wir haben. Jetzt geht es um die Konsequenzen daraus. Und es geht darum, dass es längst Lösungen gibt, wie man damit besser umgeht. Die haben wir müssen sie machen. Ja, wir müssen sie machen, um alle unsere politischen Probleme überhaupt lösen zu können. Und das können wir. Ja, wir können uns daran tasten. Mir geht es ja gerade nicht schnell genug, sonst würde ich diese Videos nicht machen. Das ist einfach Ausdruck meiner Ungeduld, die hochproblematisch ist, meiner Meinung nach. Ja, also ich wäre gern geduldiger. Ich würde gern, vielleicht fange ich das jetzt auch demnächst an, werde meditieren oder nochmal mehr andere private Praktiken suchen. Werde vielleicht noch mehr Energie in diese Projekte stecken. Und dann werde ich wahrscheinlich weniger Artikel schreiben, weniger Videos machen, weil meine eigene Ungeduld dann ich anders wegmanage, als ich das gerade tue. Doch Selbstausdruck. Momentan macht mir das noch viel zu viel Spaß, deswegen mache ich es. Wie gesagt, diese Videos hier sind mein Privatvergnügen. Ja, nur damit da niemand was anderes denkt. Ne? Also Wirkebene, wen erreiche ich? Leute, die mich mögen, Leute, die mich schätzen, Leute, denen ich nicht schon durch mein komisches Auftreten suspekt bin. Und Leute, die von vornherein offen sind für diese Gedanken. Darüber hinaus, also ich praktisch, ich adressiere natürlich meine Partei, meine Crowd, mein privates Umfeld. Ja? Und im Privaten sind Parteien und ist man gleich zu gleich gesellschaftlich gerne überhaupt kein Problem. Ja? Wir brauchen das alles. Ich brauche das auch. Wir brauchen unsere Bubble. Wir brauchen unsere Wohlfühlzone. Ich bin ein Riesenfan von Wegblocken im Internet. Ja, was will ich im Internet diskutieren mit Andersmeinenden? Ich kann eh niemanden überzeugen. Ja. Wer mir nicht gut tut, den blocke ich weg. Ja, wer mir permanent negative Gefühle auslöst, den blocke ich weg. Ich habe ein Recht auf meine Scheißbubble im privaten, im politischen Raum. Aber da sind wir dann eben alle. Da brauchen wir, dass wir die Bubbles auflösen und eine große Megabubble, nämlich die Bürgerschaft. Das sind dann alle, bilden und uns miteinander in freundschaftlichen Kontakt bringen. Und das geht. Ne? Das ist diese Gleichzeitigkeit. Ich habe meine private Bubble. Ich habe ein Recht auf diese Bubble, weil wir Menschen brauchen das. Das ist menschliche Verschonung oder menschliche Empathie, dass man den Leuten ihre Bubble lässt und auch sich selber seine Bubble lässt. Und genauso wichtig ist für uns Menschen, dass wir aus diesem Pott, aus diesen Sümpfen, aus diesen Biotopen mal rauskommen. Und vor allem, dass wir rauskommen, wenn wir halt Probleme bearbeiten, die uns alle angehen. Ja? Und dafür ist die Politik ja schließlich da. Ja? Wenn wir alles in unserer Bubble lösen könnten, dann bräuchten wir keine Politik. Aber wir leben nun mal auf dem Planeten zusammen und wir haben gemeinsame Probleme und um die lösen zu können, brauchen wir Politik und wir brauchen demokratische Politik, weil nur in der Demokratie ändern wir unsere Meinung, nur in der Demokratie kann echte Bürgerfreundschaft gedeihen und die brauchen wir. Brauchen wir einfach und wir brauchen Demokratie in ihrer Ursprungsvariante mit kleinen, modernen, kleinen, aber feinen und sehr wichtigen modernen Verbesserungen. Wir müssen ja die Fehler der Griechen nicht unbedingt wiederholen. Ja? Man kann ja auch von den Fehlern anderer was lernen. Man kann sich von ihren, was sie toll gemacht haben, inspirieren lassen. Aber man kann natürlich auch von dem, was nicht gut gegangen ist, ja auch draus lernen. Und ja, ich glaube an unsere Lernfähigkeit. Wir Menschen sind Lernmaschinen. Wir müssen es auch manchmal spüren.
das, was nicht gut ist, damit wir handeln, oder wir müssen spüren, das, was sehr gut ist, damit wir es gut finden. Das brauchen wir, es auch menschlich, ja, dass wir nicht nur Geisteswesen sind und uns alles erschließen können, dass wir das Erleben brauchen, dass unsere Tiernatur ihr Recht hat oder unsere die Pflanzennatur diese Unmittelbarkeit. Ja, und alles ist gut. Alles ist gut, alles wird gut. Wir kriegen das hin mit a little help of our friends, and our friends are anyone. Die ganze Menschheit kann unser Freund werden, aber nicht, wenn wir es so machen wie jetzt gerade, sondern in anderen Institutionen. Wir können uns miteinander befreunden. Das ist die Bürgerfreundschaft, die war zentral für Demokratie, die ist zentral für Politik. Ohne diese bürgerliche Freundschaft, nicht die private Freundschaft, ohne die bürgerliche Freundschaft geht es nicht. Lasst uns Freunde werden. Das ist mein Vorschlag. Bis dahin, lasst es euch gut gehen.